Mit der Nummer 26.
Der Spieler hat uns verlassen, der ist auch schon abgereist, weil er in Russland ein Probetraining absolviert. Also auch den drücken wir natürlich die Daumen für die Zukunft. Geht direkt weiter mit der 38. Mit der 57, Charlie Sarro, ist auch schon abgereist, weil er private Feierlichkeiten hat. Also auch da werden wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen mit Andreas Ortlein, was sich da vielleicht tut oder auch nicht in der nächsten Saison. Mit der 66, Diego. Der nächste hat auch nicht mitgewirbelt in der vierten Reihe. Mit der 68, Tom. Der topfähigste Torwart der Spieler der Liga gewesen in diesem Jahr. Mit der 91. Lesen, dass du auch in der kommenden Saison für uns die Tore schießen wirst.
Das ist meine Aussage, oder? Das heißt, du wirst ja auch in der nächsten Saison wieder das Trikot zerreißen und alles geben. Im Kampf Mann gegen Mann, ja? Ja, also ich versuch's zumindest. Die Finisher-Jungs haben dir schon einen Namen gehabt, so manchmal, ne? Ja, ich sage jetzt nichts dazu. Nee. Peter und Schaumschläger. Aber habe ich gesagt. Ja, 475 zum zweiten. Es kommt nicht mehr. 475 zum dritten. Noch ein paar Meter. Kapitel 2, Jochen und Peter. So, da habe ich leider noch gleich noch gehoben, weil wir haben als nächstes unsere Nummer 28 Original auf. Das sind über den Raum. Was zu sagen? Erstmal einen schönen guten Abend zusammen. Ich möchte mich auf dieser Stelle bei euch, bei Zuschauern bedanken für eure tolle Unterstützung in der letzten Saison. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier zu spielen, jeden Tag in die Kabine zu kommen, mit ihm zu arbeiten. Und deswegen habe ich entschieden,